das geht mal wieder nicht. Das Drücken von Optionen. Na gut. Das Ende des Qualifyings war gar nicht mal so verkehrt, also Platz 10, Duell gegen Perez gewonnen. Aber der Abstand am Ende von Q3, der war erschreckend. Ich hoffe, das spiegelt sich jetzt nicht gleich wieder, aber erst einmal allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Der große Preis von Belgien. Gegen Perez gewonnen, zwar relativ knapp, aber gewonnen 1:1 und gegenüber dem Lando Norris haben wir 7 Punkte Vorsprung. So, gibt es hier eine Punktlandung mit am Ende einer 0 bei den Gesamtressourcenpunkten? Fertig am Ende von T1, 2 und 3. Nee, jetzt gibt es eine 5. Eine 5 ist auch nicht so verkehrt. Eine viele Ressourcenpunkte, die wir schon wieder haben. Das Team freut sich sehr, das freut mich. Okay, das nennt sich wohl erfolgreiches Qualifying. Damit haben wir im Rennen eine gute Chance. Ja, im Rennen soll es ziemlich viel regnen. Ich glaube, ich werde den Frontflügel von 9 sogar auf 11 stellen. Die 2 Klicks werden es nicht ausmachen, dass ich durchgereicht werde. Eher nochmal mehr Stabilität auf der Vorderachse, aber hoffentlich ist der Abstand zwischen Vorder- und Hinterachse auch nicht zu groß. Mal gucken. Auf zum Rennen. Geteile wechselt wird natürlich nicht. Das ist starker Regen. Wer freut sich nicht auf den großen Preis von Belgien? Es ist das Rennen, bei dem Rubens Barrichello für Jordan und Giancarlo Fisichella für Force India jeweils ihre ersten Pole Positions holten. Und Jordan verbesserte sich dann schließlich noch und holte auch den allerersten Sieg 1998. Beim Klassiker in Spa-Francorchamps wird immer etwas Besonderes passieren. Was? Das kann allerdings niemand vorhersagen. Der Circuit des Spa-Francorchamps bedeutet eine 7 Kilometer lange Tour durch die ländliche Gegend der Ardennen und ein Aufeinandertreffen mit insgesamt 19 Kurven, von denen 9 nach rechts und 10 nach links verlaufen. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit liegt hier zwar bei 233 km/h, aber wenn das Wetter so bleibt, habe ich keine Hoffnungen, dass wir die heute erleben werden. Immerhin starten wir nicht auf Trockenreifen. Das steht jetzt fest. Beim heutigen Rennen wird uns Stefan Römer begleiten. Schön, dich zu sehen. Was denkst du über das Rennen und wie sind die Bedingungen auf der Strecke? Die Strecke sieht ziemlich sauber aus, aber ich mache mir Sorgen um die Temperatur. Es ist ziemlich kalt da draußen. Dadurch könnten einige Teams Schwierigkeiten haben, die Reifen im richtigen Betriebsbereich zu halten. Die Autos, die ihre Reifen wirklich stark beanspruchen und dadurch mehr Wärme erzeugen, werden weniger Probleme bekommen. Die Farbkombination beim Helm von Albon gefällt mir sehr. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Aufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Nach einem fantastischen Qualifying startet der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel von der Pole. Und daneben steht Charles Leclerc. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Hamilton, Valtteri Bottas und Gasly, Weber, Hülkenberg, der Eismann und Lando Norris, Butler, Giovinazzi, Alexander Albon und Perez. Russell, Raikkonen, wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Dani Quert und Robert Kubica. Grosjean und Danny Ricciardo belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. 2 Strafen, 2 Plätze nach vorne für Perez, für uns ein Platz. Steig vor Kurve 1 nicht zu spät auf die Bremse, denn dort wird es wie immer eng werden. Weich auf die Auslaufzone aus, wenn nötig. Ich hatte ja noch Bedenken, ob wir mit den Q2-Reifen starten müssen, wenn es bloß so leicht regnet, dass man auf Trockenreifen starten kann, aber das hier ist eher Starkregen. Aber wir sollen mit den Grünen fahren. Ein Einstopprennen, am Ende nochmal auf die Trockenreifen. Na, vielleicht. Aber selbst wenn es hier in Spa nur 2 Runden lang Trockenreifenzeit gibt, dann solltest du wechseln, weil die Runde ist schon verdammt lang. Wann war das? 2007 oder 2008? Als sich Kimi und Hamilton so extrem toll duelliert haben, das ist ein Rennen, was mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist. Das war, glaube ich, 2008, weil Kimi am Ende ausgeschieden ist. Ich glaube nicht, dass der in Spa in seiner Weltmeisterschaftssaison ausgeschieden ist. Aber das Duell Hamilton und Kimi da auf neben der Strecke zwischen den Konkurrenten, den Überrundeten und fast schon da drin. Das war einfach toll, das war Nervenkitzel pur. Und andere haben Reifen gewechselt und sind durchs Feld geraucht. Und die beiden sind, glaube ich, auf den Trockenreifen geblieben. Rosberg zum Beispiel,
hat sich dann auf die Inters getraut oder geschwungen. Aber gut, Autoeinstellungen, da muss ich noch was tun. Eigentlich wäre ich mit Heckflügel 4 gefahren, aber da es im Rennen nass wird, habe ich zumindest einen Klick erhöht. Hätte ich vielleicht noch höher stellen sollen? Der Rest muss so bleiben. Und ja, bei der Strategie werde ich nichts ändern können. Ich werde nicht 2 Stops auf Inters machen. Mal gucken, ob wir am Ende nochmal reinkommen. Wenn wir reinkommen, dann auf jeden Fall auf die roten Reifen. Sprit belasse ich so und ja. Dann hoffe ich, dass wir wirklich halbwegs konkurrenzfähig sind und nicht in 5 Runden ganz hinten landen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Behalte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Radar haben wir bald wieder wolkenlosen Himmel. Noch ungefähr 10 Minuten Regen. Das Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Boxenstoppfenster öffnet sich in 10 Runden. Heute kämpfen wir gegen folgende Fahrer, Hamilton und Perez. In etwa 10 Minuten abklingen, also versucht da draußen konzentriert zu bleiben. Der Starkregen zieht in etwa 5 Minuten vorbei. Danach fahren wir in Bedingungen mit leichtem Regen. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Das blöde Modi-Umstand, was? Das Differential habe ich doch in der Einführungsrunde nicht geändert. Sicht könnte besser sein. Da ist der Butler vorbei. Boah, quetscht sich der Kimi vorbei und da rasselt's. Links und rechts vorbei.
Rechts doch kein Platz, da war doch kein Platz, ihr Nasen. Boah, Mann, ey. Wie legen die denn los? Wie die Feuerwehr. Großbrand. Alle stürmen sie rein ins Haus. Hallo? Keine Kamikaze-Aktion hier, aber irgendwann ist auch mal Schluss. Ich bin ja gleich Letzter. Was haben die denn gefrühstückt? Jagdwurst? Jetzt hier aber langsam machen, oder was? Kacknasen. Nee. Jetzt ist der links neben uns. Jetzt hinter uns. Ein klein wenig Blindflug ab und zu, wenn du nicht aufpasst oder mal blinzelst und dann erst wieder guckst, wo sind denn die Rücklichter? Dann haben wir noch diesen dicken Knüppel da über der Ganganzeige. Macht's nicht einfacher. Jetzt scheinen sich gerade alle beruhigt zu haben, zumindest fahren die zusammen, wobei jetzt ging es ja gerade erst richtig los für eine Runde mit uns. So, Rücklicht sehe ich nicht drauf fahren. Na, ich werde nicht mal angreifen können. Eher werde ich angegriffen. Deswegen Kampflinie. Wetterbericht. Du machst das gut, weiter so. Wir rechnen mit weiteren 10 Minuten Regen. 10 Minuten noch. Intermediate sind im Moment die schnellsten Reifen. Schon mal für den Fall der Fälle umgestellt. Hinter uns ist Ricardo, der wurmt sich, weil er viel zu weit hinten ist. Wegen müsste ihm ja mit dem Renault gerade liegen. Wir haben jede Menge Energie. Setze Überholen ein und dann los. Jetzt sind wir wieder ganz schön nah dran. Ich glaube, davon ist ein Toro Rosso und der hält auf. Ich will dem Alpha Sauber nicht hinten drauf fahren. Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Mann, ist das schwierig zu fahren, macht aber auch Laune, muss ich sagen. Es gewinnt nicht der, der viel Schwung durch Orange mitnimmt, sondern der einen sauberen Ausgang erwischt. Ein Taurus aus, ich wollte sagen, Williams. Na, vorletzter. Boah, untersteuern. Wetterbericht. Sieht so aus, als wäre das Wetter in 5 Minuten wieder trocken. Intermediates passen trocken. Gerade am besten. 5 Minuten. Es regnet immer noch stark. Bin ich echt mal gespannt.
Feld vor uns fährt davon. Die Strecke trocknet jetzt ab, aber es wird eine Weile dauern, bis das Wasser nicht mehr auf der Ideallinie steht. Slicks kommen jetzt noch nicht in Frage. Er hat uns angeschossen. Eigentlich schon fast abgeschossen. Jetzt habe ich meine Nase bald, deswegen lasse ich ihm hier den Vorzug. Der ist uns hinten drauf gefahren. Hey. Wie weit weg der Hülkenberg da ist. Beim Anbremsen war links wieder keine Wagenbreite Platz, aber trotzdem drauf und rein. Leider quer gekommen. Windschatten ist schon heftig. Oh komm, du warst vorhin auch schneller, jetzt gib Gas. Na gut, kurven kann er nicht. Toll, dafür kann er geraden, nur da können wir vorbei. Die Batterie sieht gut aus. Du kannst Überholen aktivieren. Modi haben wir genug auf Lager. Fehlt nur noch Traktion. Ob der hier einfach nicht aus dem Quark kommt. Nee, mach dazu. Da beende ich mein Rennen nur. Ich muss oben auf Camel! Was bremst du denn hier so krass? Auf Kimmel vorbeifahren. Achtung, Achtung, gelbe Flaggen vor dir. Kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Sei vorsichtig, bis du wieder grüne Flaggen siehst. Ein guter Herr vor uns kann halt mit den Kurven nicht so gut. Und so eine schnelle Kurve ist dann richtig böse für ihn. Boah, wie der dann die Eisen gegangen ist. Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Renngeschwindigkeit. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei. Bin ich natürlich viel zu weit weg. 15 Sekunden, was ist denn hier kaputt? Das fahre ich ja nie wieder zu. Das war doch mal eine gute Durchfahrt. Da hat sein Licht geleuchtet. Ah, ich bin zu weit weg. Mist. Wetterbericht. Der Regen verzieht sich. Rechne mit einer Verbesserung in den nächsten paar Minuten. Die Fahrbahn wird schnell abgetrocknet sein, also vergeude keine Zeit und steigere dein Tempo wieder. Also stark Regen ist nicht mehr, aber halt noch stark nass die Strecke. Mal gucken, wie schnell das wirklich abtrocknet. Es wird Zeit, dass trocken wird. Ist noch alles so eingestellt, wie es eingestellt sein soll. Sogar Weiße draufschnallen und damit durchfahren. Kurzes Update zum Thema Reifen. Von unserer Seite sieht alles astrein aus. Sag Bescheid, falls du Probleme bemerkst. So, jetzt bremst du gleich ab. Diesmal nicht so stark. Dieser Kampflinie gefahren, hat gemerkt, auf der Kampflinie kann ich meine Position auf der Strecke nicht halten. Sprich, ich würde neben die Strecke fahren. Der Abstand zum nächsten Nicht-Williams ist ja verdammt groß schon. Und da vorerst, oh Mann. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den ERS-Einsatz. Ich hätte gerne mal gewusst, wie stark wir im Trocknen sind, vom Start aus weg, aber
Die Erfahrung ist heute nicht. Jetzt war ich zu wild und roh scheiße. Ja, jetzt muss ich einen Stop durchziehen, um hier noch eine Chance zu haben. Da wollte ich jetzt am ehesten was reißen, hab dadurch locker 13 Sekunden verloren. Weil ich da, ja, mehr Gas gegangen bin. Wollte mehr Schwung mitnehmen. Ist ja krass, wie stark die alle sind. Okay, dranbleiben, wer weiß, was noch passiert. Safety Car. Das Rennen ist erst vorbei, wenn es vorbei ist. Vorher ist es noch nicht vorbei. Immerhin habe ich jetzt Freifahrt. Und vor allem Freisicht. Waren es nur noch 12,8 Sekunden Rückstand? Auf meine eigene Bestzeit. Die Sicht aber auch gleich ist. Na, ich war mal bei 2,3 Sekunden Rückstand zur eigenen Bestzeit. Nur noch 11,7. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 12,1 Sekunden. Das Rennen wird natürlich noch nicht einfach so aufgegeben. Gibt keinen Grund. So eine schön gerade Einfahrt hier in Orosha wischen und dann wieder raus. Jetzt will ich Zeit auf die Bestzeit, weil ich halt keinen Windschatten und keine große Modi einsetze. Dafür kommen jetzt die Kurven und da habe ich Freifahrt. Der Abstand zwischen dem Toro Rosso vom Williams und seinem Vordermann. Mein Abstand zum Williams ist ja schon nicht ohne. Ach je. Teamkollege 40 Sekunden vor uns. Start aus Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 38,7 Sekunden. Na fast. Sie fahren mit Alpen Intermediates. Er ist auf Rang 12. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 5,1. Meine Beste ist 2,10. Sekunden könnte ich bestimmt noch aktuell in Summe schneller fahren als meine bisherige Bestzeit. Dafür, dass es gar nicht mehr regnet, ist die Strecke ganz schön lange, ganz schön nass. Der Abstand zwischen dem Toro Rosso und dem nächsten ist echt schlimm. Bin ich mit 2,7 gefahren. Jetzt nehme ich die Kurve im Driften. Fahrer vor mir. Kubica vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,9 Sekunden. Sie fahren mit Alpen Intermediates. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,10,3. Du holst pro Runde 3 Sekunden auf. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 8,2 Sekunden.
Ich sollte echt nicht so oft auf die Streckenkarte schauen. Der Abstand zwischen dem Torosso und seinem Vordermann. Uhuhuhu. Ich habe da auf der Streckenkarte noch gar niemand gesehen, wer da als nächstes fährt. Und vor allem wo. Status Konkurrent. Landaus gerade auf P9. Sie fahren mit alten Intermediates. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit. Ich komme hier nochmal rein, Interzone. 2 Minuten 4,5. 2,4,5. Das wäre toll, wenn die nochmal einen Stopp mehr hinlegen als wir. Und wir fahren mit den Weißen dann sowieso durch. Es bleibt echt ganz schön lange ziemlich nass, deswegen diese Wolke mit leichtem Regen. Das Wasser will hier einfach nicht ablaufen. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Die Reifen sind kein Problem. Der Rückstand ist das Problem. Ich sehe auch in Rouge niemand. Ach, Herr Jemine. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Nein. Du musst mit harten Reifen weiterfahren. Ja, aber erst wenn es wirklich trocken ist. Solange ziehe ich die Grün hier durch, damit das mal halbwegs was wird. Halbe Sekunde Rückstand, hallo? Auch wenn die schon ganz schön abgefahren sind, da geht noch mehr. Ich bezweifle allerdings, dass am Ende des Stints, wenn die Reifen wirklich platt sind, schon Zeit für Trockenreifen. Ist. Hab die 15. wieder rausgefahren. Also viel zu langsam bin ich nicht. Bloß wenn ich hinter jemandem hänge, dann hänge ich halt. Und anfangs musste ich mich ganz schön mit den Bedingungen zurechtfinden. Weil ich habe den Rückstand auf Kubica bald wieder zugefahren. Jetzt sehe ich jemanden auf der Streckenkarte in Gelben da hinten, bei Blanchiment. Und bis dahin ist noch ein weiter Weg. Und davor ist, oder dahinter ist der nächste Torosso. Au. Status Teamkollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 42,2 Sekunden. Boah. Sie fahren mit alten Intermediates. Ich hätte gerade freie Fahrt und krieg's nicht mal annähernd so gut hin wie er. Bei 26,6. Hoffentlich kommen die bald rein. Hoffentlich wird es bald trocken, wenn die dann erstmal alle drin waren. Das gesamtladungstechnisch bin ich nicht mehr randvoll. Da mache ich was gut. Im Sinne von, ich setze genug ein. Ob das jetzt wieder eine Bestzeit wird. Es war wieder etwas zu schwungvoll. Der eine Torosso fährt dem Problem aber auch nicht wirklich davon, im Gegensatz zu seinem Teamkollegen, der da hinter dem Gelben, obwohl Ricardo lag. Es kommt auch noch gar keiner zum Stopp rein. Naja, Halbzeit ist er noch nicht. Die warten wirklich bis Halbzeit. Wie schnell deren Reifen denn wohl sind, wenn die mit frischen Reifen bei diesen Bedingungen weiterfahren, will ich auch gar nicht wissen. Also eine Runde ist lang. Aber wenn ich jetzt noch halbwegs was reißen will, dann muss ich ein Anführungszeichen Risiko eingehen und irgendwie einen Boxenstopp sparen. Bestenfalls kommt gleich mal ein Safety Car. Ist
Tolle ist, ich bin gleich wieder an Kubica dran. Was nicht tolle ist, ich muss auch erstmal an ihm vorbei. Oder wieder den Rückstand vergrößern. Na, diesmal bloß 7 Sekunden verloren, hä? Na, noch etwas mehr. Schöner Dreher. Gucke ich mir jetzt nicht an, ich fahre weiter. Ich hoffe, die Highlights haben den aufgefangen. Scheiße, ey. Da freuen sich die Fans, dass wir weiterfahren können, wie die gejubelt haben. Gerade vor Bus Stop. 8,5 Sekunden hat es mich gekostet. Die Situation ist interessant, aber ich glaube, dass wir bei den aktuellen Reifen bleiben sollten. Das wäre echt genial. Die stoppen alle nochmal und holen sich neue Inters. Eine Runde später ist Trockenreifenzeit. Hinten kommt ein Ferrari an der Bus-Stop-Schikane. Abstand zum Vordermann beträgt 9,1 Sekunden. Ich merke halt auch selbst, wie ich einfach voll am Limit bin. Gut, beim Williams wollte ich zu viel, gerade an der Stelle. Aber jetzt gerade eben auch zu viel gewollt, weil ich halt schnell sein will. Zu sehr am Limit, nehme ich darüber hinaus. In dem Regen ist über dem Limit hinaus schwieriger zu korrigieren, weil Wagen abfangen ist immer eine Ecke schwieriger, wenn's pitsche nass ist. So, kommt Perez nächste Runde rein. Aber wie lange es schon nicht mehr regnet und... Na gut, die Strecke ist nicht mehr so nass wie zu Beginn, das ist klar zu erkennen, aber wie lange man noch bei diesen Bedingungen weiterfährt. Na, Bestzeit wird's doch nicht. Der Williams ist drin, jetzt wird's wieder Bestzeit. Yeah. Nicht mehr letzter. Nicht mehr fahrender letzter. Der hat sich bestimmt nochmal Inters und ich hoffe, wir fahren wirklich nicht nochmal auf Inters. Wenn wir in der Box waren. Fahrer hinter mir. Robert hinter dir. Sie fahren mit 9 Intermediates. Mehr wollte ich nicht wissen, einfach nur die Reifen. Erst wenn er durch den ersten Sektor ist, dann gibt es eine Zeitansage. Überrundet werden wir jetzt auch erstmal so schnell nicht, weil die auch gleich reinkommen. Perez wird bestimmt diese Runde reinkommen. Wir sind vor ihm ins Rennen gegangen. Haben unseren Stop festgesetzt und er kommt noch eine Runde später rein, genau. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Wer hätte gedacht, dass Perez fast 2 Stops Vorsprung hat. Am Ende des ersten Stints. Das hat sich niemand erhofft. Ansonsten fahren die jetzt alle einen Stop mehr. Und nachdem die alle gestoppt haben, kommt das Safety Car. Dann kommen wir rein und holen uns Trockenreifen. Ach, Wunschszenario. Die Linie wirkt jetzt schon relativ trocken. So, Batterie wieder ziemlich voll. Immer noch niemand in Rouge zu sehen, wobei jetzt
wo schon sehr viele in der Box waren. Ich einfach mal einen Boxenstopp hab liegen lassen, nur weil ich mich herumgedreht habe. Rouge und hinten Ausgangstableau. Schön sauber den Wagen hier durchbewegen. Start aus Teamkollege. Okay, Abstand zum Teamkollegen 54,4 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Er ist auf Rang 12. Er war in der Box und hat seinen Vorsprung noch vergrößert. Wir haben einen Sektor Vorsprung vor den Schnellsten, vor den Führenden. Was Perez in der nächsten Runde für eine Zeit fährt. Im Vergleich zu unserer bisherigen Bestzeit. Albon vor uns. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Intermediates. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 9,9. Du holst pro Runde 2 Sekunden auf. Erster Sektor langsamer. Jetzt noch 4 Zehntel Vorlauf auf die Bestzeit. Allzu lange wird es nicht mehr dauern, dann ist Trockenreifenzeit. Ich sage jetzt mal 3 Runden noch. Weil dann haben wir 16 von 22. Dann brauche ich auch keine weißen Reifen mehr. Albon will aber auch nicht rein. Schon was orange. Nicht, dass die Dinger noch platzen. Das DRS wurde 61%. DRS ist jetzt aktiviert. So schlimm lassen sie sich aber gar nicht fahren beim Ausgang. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Ich sage jetzt aber nichts, ich will einfach das haben, was ich eingestellt habe. Rote Reifen, die kommen hier eh noch nicht auf Maximaltemperatur, mit denen fahren wir dann durch. Ja, Urban hat es dann auch richtig gemacht, der war auch noch nicht drin. Jetzt würde ich ganz gerne mal nach einem Teamkollegen fragen, aber da läuft ja noch die Strategieänderung. Ich will einfach nichts verändern. Sergio ist in der Boxengasse. Sergio kommt an die Box. Start aus dem Kollege. So, der Abstand zum Team liegt bei 45,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Er ist auf Rang 12. Die letzte Rundenzeit lag bei 2,8,6. Okay. Hat der Verkehr oder war das gerade seine Outlap? So bleibt's jetzt. Jetzt hat sich noch die Nase anfangen beim Eingang. Auflösungsänderung nicht festgestellt. Orange Reifen. So lange gedauert, weil Perez gerade erst drin war, in Anführungszeichen, oder wie? Losfahren. Ja, der Torso braucht länger. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Jetzt
Jetzt müssen die alle nochmal reinkommen, um von Rot auf Rot zu gehen. Das wäre toll. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie Platz 15, wenn zwei ausscheiden. Oder einer ausscheidet und einer hat einen Leistungsverlust. Einfach mal dranbleiben. Obwohl die Strecke ist total leer vor uns, laut Streckenkarte. Fahrer vor mir. Quert liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns, ja. Beträgt 41,9 Sekunden. Sie fahren mit neuen weichen Reifen. Okay, Leistungsverlust reicht nicht, da muss jemand ausfallen. Zwei jemand ausfallen. Wie viel besser Quert auch gegenüber Albon ist. Krass. Hintermann nervt gleich wieder. Ich muss mich anhalten und schnell zurechtfinden. Vollgas ist da im Grunde wieder drin. War jetzt noch etwas vorsichtig, aber da ist Vollgas wieder drin. Wirklich wieder Trockentempo aufnehmen. Strecke sieht doch gar nicht mehr feucht aus, 0,0. Energie ist zum Ausgeben da. Erhöhe den ERS-Einsatz. Lila erster, letzter Sektor. Albon hinter uns. 2,5 Sekunden hier schon schneller als die bisherige Bestzeit. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 41,8 Sekunden. Allein schon, weil ich die letzten Runden maximalen Fahrspaß haben will, wird hier maximal Gas gegeben. Hülkenberg mit der ersten schnellen Runde. Butler folgt. Lando Norris folgt. Fast 2 Sektoren Vorsprung. Kimi? Perez. So, jetzt gucke ich nicht mehr hoch. Jetzt weiß ich, Perez war mal dabei. Das ist doch unwichtig dabei. Hab den Wagen jetzt nicht weggeworfen. Jetzt ist quer über die Linie. Eieiei. Kein lila Sektor mehr. Kommt ein Ferrari nahe. Dann Mercedes, Ferrari und glaube ich Red Bull. Querte die schnellste Rennrunde, aber kein Punkt, war außerhalb der Punkte. Boah, schon wieder Wagen greift. Dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Start aus dem Kollege. Sie fahren mit neuen Weichen. Leclerc viel schneller. Ist auf Rang 12. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,53,2. 53,2, 1,7 Sekunden langsamer, aber bei seinem Vorsprung. Ich glaube, im Trocknen hätten wir im Normalfall 15 Sekunden Vorsprung auf Perez gehabt. Das ist bloß eine Vermutung. Aber das sind wirklich Welten. Zwischen nass und trocken. Selbst zu meiner Bestzeit bin ich ja nicht mal an die Bestzeit von Perez rangekommen. Nicht mal annähernd. Dabei hatte ich freie Fahrt. Und schon einige Runden Erfahrung auf den Buckel. Kubica wieder hinter uns. Gleich mal ausgeben. Start
Start aus dem Kollege. Will die Bestzeit wissen. Wir fahren mit neuen Weichenreifen. Er ist auf Rang 12. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51,6. Ja, war schon schneller, aber noch nicht schneller als wir. Wir verbessern uns ja auch nochmal. Zwar nur um 3,5 Zehntel, aber immerhin. Leclerc führt das Rennen an. Der Carrera hatte noch keinen Sieg, das war bisher immer bloß Vettel. Fahrer vor mir. Quert vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 40,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Bestzeit? Letzte Runde? Die letzte Rundenzeit lag bei 1,51,5. Wir holen pro Runde. Aber auch nur 51,5. Aber jetzt im Trockenen sind wir konkurrenzfähig. Zu lange im Fünften gewesen. Liegt das jetzt bloß an mir und ich komme mit den Bedingungen, mit meinem Setup nicht zurecht oder nur die Bedingungen? Oder... Liegt es daran, dass die KI im Regen einfach jetzt besser ist? Schwierig nach nur so einem Regenrennen. So viel Regen hatten wir noch nicht in Shanghai. Ja. So viele Nässe wie hier hatten wir noch nicht. Die Sonne raus. Regenrennen machen Spaß, aber das Sparen hat das Kräfteverhältnis leider zu unseren Ungunsten verschoben. 40 Sekunden der nächste vor uns. Aber immerhin nicht fahren der letzte. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 41,2 Sekunden. Die Reifen machen das locker mit. Jetzt fahren wir aber auch bei absolut trockenen Bedingungen, also nichts mehr mit Reifen. Noch recht kühl. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Bestzeit erster Sektor, absolut. Trotz der hohen Flügel. Stallgestellten Flügel fahren wir Bestzeit im ersten Sektor. Zeit in. Leclerc tut sich schwer, der ist noch nicht vorbei an dem. Gespannt da hinter uns an Albon und vor uns sitzt Grosjean und Kubica. Also für Monza wünsche ich mir ein trockenes Rennen, damit wir einfach konkurrenzfähig sind. Für den Fall der Fälle. Eine Viertelsekunde verbessert, eine 50,9. Leclerc fährt auch nochmal Bestzeit. Start aus dem Kollege. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Er ist auf Rang 12. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 51,2. 51,2, 13 Linder und es passt so. Schneller als Perez, ja, aber nicht haushoch. Mann, es hätte ein tolles Rennen im Trocknen geben können. Aber vielleicht war das ja bloß ein Einzelfall hier in diesem Regen. Wir sind mal gespannt.
ich jetzt zu viel. So, wir haben uns den Schaden angesehen und denken, dass knapp du weiterfahren kannst. Das kostet uns zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Ja, die beiden hinter uns könnten uns noch bekommen. Weil der Abtriebsverlust in der Linkskurve war jetzt schon ordentlich. Da werde ich jetzt wohl mindestens eine Sekunde hinter meiner Bestzeit liegen. Wenn ich mich gleich erstmal dran gewöhnt habe. Ist kein Vollgas mehr drin, so ohne weiteres. Etwa zwei Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Jetzt kommt auch noch Dreck hinzu und Leclerc wird uns auch noch überrunden, dann fahren wir eine Runde weniger, also jetzt nur noch eine Runde. Dann können wir auch mehr Sprit rausholen. Wenn wir uns diese Runde noch retten können, dann sind wir definitiv vor Albon und Kubica. Weil die sind überrundet, wir noch nicht, aber das wird jetzt mit dem Flügelschaden erst recht schaffen, der Leclerc uns zu überrunden. Aber ich bleib mal dran. So, noch Bestzeitkurs, aber noch. Blaue Flagge. Da gibt's die blaue Flagge. Nach der Linkskurve mache ich Platz. Gut, dann ist das jetzt unsere letzte Runde. Schade. Es ist so eine tolle Strecke und es hat so einen Spaß gemacht, mit dem Wagen zu fahren und dann so einen massiven Abstand durch den Regen. Bin ja auch dem Kubica näher gekommen, in Riesenschritten, aber so ein Williams soll jetzt nicht Maßstab sein und so ein Perez schon eher und das ist ein dicker, fetter Rückstand. Ich gewinne gegen Norris noch die schnellste Runde. Mal gucken. Erstmal Glückwunsch an Leclerc für seinen, ich schätze mal, ersten Sieg in der Saison. Und wir sind 17. Gelbe Reifen waren vor uns beim Grosjean drauf, oder? Das ist ein enttäuschendes Resultat, aber ich weiß, dass du alles gegeben hast. Beim nächsten Mal werden wir stärker sein. Monza. Ferrari hat das Rennen noch gedreht, ein großartiger Sieg. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Wieder einmal eine hervorragende Leistung von Ferrari beim heutigen Grand Prix. Ferrari ist sicherlich ein Team, das weiß, was es da draußen ganz schön ramponiert schmutzig. Die Nase. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwertung. Ein großartiges Resultat für Lewis Hamilton, wieder, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Heiko, Daniel Ricciardo ist für mich wohl der Fahrer des Tages. Es ist weniger das, was er richtig gemacht hat, sondern wie wenig er falsch gemacht hat. Ein perfektes Rennen. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. Keine Veränderung an der Spitze, aber mit den Punkten von heute wird die Führung deutlich wackeliger. In der Zwischenzeit klettert Renault mit einer weiteren starken Leistung dieses Wochenende in der Rangliste nach oben. Ich bin gleichermaßen erschöpft und aufgedreht nach diesem Formel-1-Wochenende. Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei.
Giovinazzi holt einen Punkt für sein Team und für sich. Hätte er, glaube ich, sowieso mehr Punkte als Kimi. Ganz anders als in echt, aber schön. Gerade eben auf dem Podium noch, strahlender Sonnenschein, jetzt hier nach dem Podium. Wieder ordentlich Regen, aber das ist auch nicht neu. Wir können ja hier gleich mal durchgehen. Die schnellste Runde gehört uns gegenüber Norris. Leclerc gewinnt vor Hamilton, dann Vettel, Verstappen, der Lucas vor Pierre Gasly. Stark. Alle mit 2 Stops. Aber hey, die Anzahl der Stops war heute nicht ausschlaggebend für uns. 7. der Hülkenberg, dann Norris, Butler, Giovinazzi. Dann Kimi, Perez leider bloß 12. wieder keine Punkte für uns. Und Ricciardo auf der 13 von der 20 aus ins Rennen. Russell auf der 14, das ist stark gegenüber seinem Teamkollegen, bedeutend weiter vorne, genauso wie bei Albon gegenüber Kvyat. Kvyat auf der 15, dann Grosjean auf der 16, der hatte glaube ich die gelben Reifen, ich habe da oben noch gelbe Reifen gesehen, oben links. Ja, Bestzeitmäßig wären wir so 12. geworden. Norris 51,1, wir 50,9. Albon Kvyat, Bottas ausgeschieden. Gelbe Reifen bei Butler und bei Kimi. Und dann bei Grosjean, also beide Haas. Ja. Interessant. Sind das die Reifenfresser? Wir und Albon, ich hoffe ja so sehr, dass die Highlights meinen Dreher bei Stavlo hinten eingefangen haben, aber ich schätze mal, die Chancen stehen nicht so gut. Bottas die Mechanik und Hamilton und Vettel Kollision. Da ging es vielleicht um den Sieg. Fahrer-WM. Ja, weiterhin 21,7 Punkte für die Rosanen. Norris jetzt an uns vorbei. Das ist nicht schön. Wäre der 15. oder besser, war das hier. Monza letzte Chance. Konstrukteurs-WM. Also mit ganz, ganz, ganz viel Krach und Ach, da werden wir noch 6. Aber mehr. Nicht mehr. Aber schlechter? Auch nicht mehr. Ein interessanter Bogen, der da gefahren wird. Wollte man uns da schon ausweichen? So schlecht bin ich aber gar nicht weggekommen. Das Problem war eigentlich erst nach Sektor 1, eben im 2. Sektor. Da ging es rund mit uns. Hier konnte sich der Butler gleich hinter uns einreihen. Für einen kurzen Moment, denn danach ist er wieder zurückgefallen. Aber nach der Kemmelgeraden ist er auch an uns vorbeigefahren, als ich ganz schön in der Rechtskurve nach links ausgeholt habe. Und das sieht man gleich nochmal. Da haben wir beinahe noch den McLaren vorbeigeschnupft, aber da war dann links zu und der Butler ist rechts an uns vorbei. Ja, die Aktion mit Kubica, wo er uns angestupst hat, das war überraschenderweise an unserem Vorderrad, hat sich gar nicht so angefühlt, aber da war wohl eine Lücke. Da nehme ich alles zurück und Dreher Nummer 1, den hat das Spiel in den Highlights aufgenommen. Schön. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber es wird noch schöner, denn auch der 2. ist dabei. Das Rennwochenende ist gerettet. Und rum die Kiste. Und auch gleich so gelenkt und soweit Gas die Pedale bedient, dass es gleich weitergehen kann. Na, immerhin, der Zeitverlust war sowieso schon groß genug und der beim ersten, Dreher auch. Schöne Zeitlupenstudie, also die gefallen mir sehr. Bei den Highlights vom Spiel, diese Zeitlupenstudien. Auch hier hat man gesehen, hinter uns sind einige Autos ganz schön ausgeschert. Naja, aber das Bild aus dem Qualifying aus Q3 hat sich auch im Rennen abgezeichnet, dass wir da ganz schön hinten dran waren. Dass ich zu lasch gefahren bin, das kann ich nicht von mir behaupten, überhaupt nicht. Das ist das, was ich am einfachsten einschätzen kann. Das war nicht der Fall, dann bleibt ja nur noch, entweder die KI ist im Regen deutlich stärker oder es liegt am Setup. Aber wenn man sich mal die Setup-Frage vornimmt, wenn ich im Rennen, wenn wir mit der Konkurrenz auf einer Stufe im Trockenrennen sind, warum haben die dann so einen massiven Vorsprung bei Nässe? Haben die ein super Setup oder einen ziemlich guten Allrounder? Oder ist die KI im Regen wirklich einfach
grundsätzlich eine ganze Ecke besser. Ich tendiere ja zu Letzteres, aber da will ich auf jeden Fall noch kein abschließendes Urteil geben. Einfach mal weiter meine Erfahrungen sammeln und dann schauen, dass ich mir irgendwie ein Bild machen kann. Wie die hier im zweiten Sektor an uns vorbeigefahren sind, das sehe ich hier gerade nochmal und das seht ihr auch im Hintergrund. Ei, 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 also ein Monster bitte trocken. Gibt es gleich nochmal Ressourcenpunkte mit am Ende einer 0 oder einer 5? Gegen Paris sind 3:3, weil wir beide ein Rennen beendet haben. Beide straffrei, eher bessere Endplatzierung, wir schnellere Runde. Und gegenüber Norris das gleiche Bild. Nur ein Glück sind die nicht aufs Podium gefahren. Und ich habe eben meine schnellste Rennrunde bekommen und keine Strafe. Ja, das Tolle ist, wir sammeln Ressourcenpunkte. Das Blöde ist noch, wir können selbst jetzt für zu Monza nichts weiter ausgeben, weil wir warten müssen am Ende der 4. Wir müssen warten, bis sich da einfach was getan hat. Wir haben gerade keine Möglichkeiten, um was auszugeben. Oh Mann. Was für ein enttäuschendes Ergebnis. Das war ein hartes Wochenende. Sieht aus, als würde einer deiner Rivalen auch an einem historischen Event teilnehmen. Ist doch schön. Wenn du es mit ihm aufnimmst, kannst du dir vielleicht einen Namen machen. Er werde 15 oder besser. Ich bin mal gespannt, wie das Wetter in Monza wird. Teile 1 werden wieder eingebaut. Zur Feier des Monzas ein neues Trainingsgetriebe. So. Überall Teile 1 ausstehen. Schön. Überall Teil 1 ausstehen. Ja, wir sollten uns verbessern. Das große Teil beim Heckabtrieb, das wird. Für Monza bringt uns das jetzt nicht so viel, aber endlich wird das mal, weil wir eben so langsam mal was ausgeben müssen. Und wollen, wenn das hier drüben fertig ist, das hier, dann können wir dahin gehen. Wenn das hier fertig ist, können wir die beiden schon anwerfen. Wieder was Großes Frontabtrieb und was Kleines Luftwiderstand, der Gurney Flap. Maximaler Abtrieb bei minimalem Luftwiderstand. Das Ding. Was ist das? Der ist. Pfui. Gucken, ob es hier nach links noch weitergeht. Ja, die Teile kosten nicht viel. Wir haben massiv Cash in der Tasche und die wir ausgegeben werden. Gut. Wir warten ab und springen zum nächsten Rennwochenende. Vom Rennen in Belgien konnte ich hier nicht zugreifen, aber hier geht es wirklich ausnahmslos. Wochenendprogramm und das formfreien Training öffnen, das geht. Die 90 habe ich vor. C432 natürlich. Wieder keine Mischung übersprungen. Obwohl das in echt gemacht wird. So, bitte 2 Verbesserungen. Wir sind immer noch letzter. Aero bloß einmal. Ja, das große Teil wird jetzt gut gegangen sein, aber das kleine hätte uns halt 2 weitere Stränge ermöglicht. Das ist doch. Mann, ey. Mercedes hat sich nicht verbessert, Ferrari beim Heimspiel schon, Red Bull nicht. Unser Abstand wurde verkleinert. Läuft aber auch gerade gar nicht so richtig. Oh Mann. Bevor ich es vergesse, gleich ausgeben. Wir haben dann immer noch fast 4000. Es wäre in Singapur fertig. Mehr Heckabtrieb. Heckflügel Endplatten. Gut, dann warten wir mal ab.
Da wären wir immer noch hinter Toro Rosso in Sachen Abtrieb. Aber ein Monster braucht man nicht so viel Abtrieb. Immerhin etwas. Und ein Monster wird schon besser laufen. Ich glaube nicht, dass es regnet. Nach Spa und eben auch dem Vertragsziel werde 15. oder besser, muss das jetzt trocken werden. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.